weiß nicht, wovon du redest. Ich rede von 1 Million. Und zwar von meiner Million, die du mir geklaut hast. Von der du dir jetzt ein Leben in Saus und Braus leistest. Komm, erleichtere dein Gewissen, Goran. Hä? Sag endlich die Wahrheit. Schätzchen, woher solltest du deine Million haben? Sediert? Von wem? Von unserem neuen Chefportier, diesem Herrn Blume. Was hat denn der damit zu tun? Ach, was soll ich Ihnen erzählen? Sie glauben mir ja sowieso nicht. Niemand glaubt mir. Ich glaube alles, was es Negatives über diesen Kerl zu berichten gibt. Wenn hier jemand entlassen wird, dann sind Sie das, Herr Blume. Wie bitte? Ich hatte nämlich gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Konradi. Sie hat gesehen, wie Sie in Bichelheim ein Schlafmittel gekauft haben. Das stimmt doch. Coco lügt und er hat sie dazu angestiftet. Nie und nimmer. Stimmt das, Alfons? Hat Frau Konradi gelogen? From the first ray in the morning to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Also ich, Frau Konradi hat sich diese Zeugenaussage ausgedacht, um mir zu helfen. Meine Rede. Weil ich unschuldig bin. Ich weiß, das wirft jetzt kein gutes Licht doch, auf mich. Doch, unbedingt. Sie haben sich gerade selber überführt. Ich habe diese Schlafmittel nicht in seinen Spind gelegt. Das Ganze wird immer absurder, Alfons. Charlotte, warum bitteschön sollte ich denn zugeben, dass Frau Konradi geschwindelt hat? Damit weil ich er gemerkt hat, dass er mit dieser Idee nicht durchkommen wird. Charlotte, wir kennen uns jetzt so lang. Er will doch offensichtlich jemand mit Hilfe von Seilschaften seinen alten Job zurückkriegen. Das ist Mobbing, Frau Saalfeld. Und ich bin hier das Opfer. Sie durchschauen hoffentlich, was hier gespielt wird. Meine Kündigung ist ja damit wohl vom Tisch. Ja. Santo Bandido reitet mit seiner Esmeralda dem Sonnenuntergang entgegen. Ende. Wir sind grandios. Also auch wenn mir persönlich die Geschichte mit dem jungen Koch, der nach den Sternen greift, besser gefallen hätte. Papa, das ist ein Auftragswerk. Wenn Goran den mexikanischen Robin Hood spielen will, soll er doch. Na gut, als Kreativer muss man flexibel sein. Also das hätte selbst ein Jules König nicht so schnell hingekriegt und vor allem nicht so gut. So, jetzt noch das Deckblatt. El Santo Bandido, Exposé für einen abendfüllenden Spielfilm von André Konopka und Sabrina Görres. Alter, geht vor Schönheit. Sehr witzig. Oliver von Schulz. Hey, wir sind die Autoren. Ich bestehe auf Nennung. Ey. Das ist genial. Das schreit geradezu nach einer Fortsetzung. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Wir müssen die Kuh melken. Wir wollten Goran melken. Oliver von Schulz ist der hochgelobte Drehbuchautor. Aber den gibt's noch gar nicht. Entscheidend ist, dass Goran glaubt, dass es ihn gibt. Ich hab den doch die ganze Zeit angepriesen wie sauer Bier. Wenn der Name jetzt nicht auf dem Exposé steht, macht Goran doch niemals 70.000 locker. Und was ist mit dem geistigen Eigentum? Schall und Rauch. Es geht hier um Cash. Wir wollten Goran doch was von seinem Pokergewinn abknöpfen. Schon vergessen? Natürlich nicht. Aber es wäre so schön, meinen Namen auf der Leinwand zu sehen. Thank you.
wünsche ich Ihnen viel Spaß auf Ihrem Ausflug nach München. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Pauline. Kannst du mir das unterschreiben, bitte? Willst du es dir gar nicht angucken? Ach so, ich hoffe, das war jetzt nicht meine Kündigung. Das sind Bestelllisten. Ich bin froh, dass du es wohlbehalten von Hütte zum Fürstenhof zurückgeschafft hast. Ja. Es tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin. Du wolltest mich nicht wecken. Ich musste einfach weg. Es tut mir leid, wenn mein Liebesgeständnis dich in die Flucht geschlagen hat. Leonard. Ich weiß. Du bist mit Daniel zusammen. Ja. Aber ein Versuch war's wert. Ich könnte es dir auch noch schriftlich geben oder so. Nee, ich glaube, das habe ich verstanden, ja. Danke. Gerne. Ich konnte in der Situation gar nicht anders, als die Kündigung von Herrn Blume zurücknehmen. Aber dann ist es ja gut. Je länger ich darüber nachdenke, Alfons spricht die Wahrheit. Ich bezweifle, dass du bei deinem Alfons objektiv bist. Alfons ist ein langjähriger, loyaler Mitarbeiter. Er würde doch niemals einen fremden Spind aufbrechen, um Schlafmittel darin zu verstecken. Das ist völlig absurd. Ach, jetzt verbeiß dich doch nicht in der Aufklärung dieser dummen Sache. Willst du die Angelegenheit unter den Teppich kehren? Zu den anderen ungeklärten Fragen? Du weißt genau, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Die Wahrheit, Friedrich. Mein guter Ruf. Ich habe Tobias Blume eingestellt. Wie soll ich seine Entlassung denn vor seinem Vater rechtfertigen? Mit der Wahrheit. Das gilt auch für den Sohn eines alten Geschäftsfreundes. Und die vielen Gäste und die Firmenfeiern, die der alte Blume uns hier versprochen hat, das ist ein sehr lukrativer Deal. Die Bilanzen sind doch in diesem Fall völlig zweitrangig. Alfons ist seit über 40 Jahren hier am Fürstenhof und hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen, bis dieser Herr Blume hier auftauchte. Außerdem ist er der Vater deines Sohnes Alexander und ein sehr guter Freund. Alfons würde mich niemals anlügen. Kannst du das über deinen Herrn Blume auch behaupten? Natürlich nicht. Also? Was? Ohne einen stichhaltigen Beweis, dass Blume Sonnenbichler reingelegt hat, bleibt er Chefportier. Es tut mir leid. Ich habe Sie in eine furchtbare Situation gebracht. Naja, Sie haben es ja sicher gut gemeint, aber ich konnte der Charlotte einfach nicht ins Gesicht lügen. Weil sonst wären wir ja wirklich keinen Deut besser als ihr. Sie wissen immer noch nicht, was für ein intriganter Mistkerl Tobias ist. Naja, wie auch immer, Sie haben sich nicht an unsere Abmachung gehalten. Ich wollte nicht, dass Sie meinetwegen eine Falschaussage machen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Asche auf mein Haupt. Ja, das muss jetzt auch wieder nett sein. Danke. Herr Sonnenbichler, ich habe das nicht nur Ihretwegen gemacht. Ich wollte Tobias heimzahlen, aus ganz persönlichen Gründen. Das glaube ich Ihnen gern. Und verdient hätte das allemal. Ja, aber jetzt kommt er wieder damit durch. Ich könnte die Wände hochgehen. Ja, dafür kann ich mir jetzt wahrscheinlich meine Papiere holen. Was? Wie meinen Sie das? Ich habe der Chefin frech ins Gesicht gelogen. Sowas bleibt ja nicht ohne Konsequenzen. Also, das wäre ja noch schöner. Ich werde noch mal mit ihr reden unter vier Augen und dabei ein gutes Wort für sie einlegen. Oh, das wäre wirklich... Keine Angst, Frau Konradi. Charlotte kann das schon alles richtig einschätzen und sie weiß, dass ich kein Lügner bin. Hoffentlich. Wenn nicht, werde ich sie daran erinnern.
Tina, hast du schon Feierabend? Ich bin seit 5 Uhr auf den Beinen und das war mein Gemüse. Ich dachte, das wäre WG-Gemüse. Willst du zum Zirkus oder was? Nein, ich trainiere meine motorischen Fähigkeiten. Das ist eine Hausaufgabe von Herrn Heinemann. Aha. Du, ich gehe gleich einkaufen. Ich hol dir Neues. Nee, passt schon. Ich wollte eh für alle kochen. Möchtest du auch was? Nee, ich habe keinen Hunger. Und keine Lust auf 5. Rad am Wagen. Was ist das denn? Ganz ehrlich, hier sieht's aus. Tut mir leid. Ich räume das gleich alles in Paulines Zimmer. Lass einfach liegen. Ich will aber jetzt meine Ruhe. Ich habe jetzt Feierabend und möchte mich in meiner Wohnung wohlfühlen. Nicht irgendwann später. Was ist denn los mit dir? Du bist doch sonst nicht so. Ja, tut mir leid. Ich hatte einfach einen anstrengenden Tag. Dann sag ich besser nichts mehr. Du sag mal, wie lange willst du da eigentlich noch in dem Zimmer mit Pauline wohnen? Es wird langsam eng, oder? Charlotte, zu dir wollte ich gerade. Wir sollten alles noch mal unter 4 Augen. Das wird nicht nötig sein, Alfons. Die Sache ist so unwürdig. Es ist ein Missverständnis. Das sehen Friedrich und ich anders. Wir haben deinen Fall ausgiebig besprochen und sind übereingekommen, dass du für den Fürstenhof untragbar geworden bist. Das glaube ich jetzt. Du bist hiermit gekündigt und zwar fristlos. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Geben Sie das bitte in die Post, Herr Blume. Sehr gerne, Frau Saalfeld. Charlotte, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich kann dir das alles noch mal haarklein erklären. Du hattest die Quittung des Schlafmittels bei dir, das im Spind von Herrn Blume gefunden wurde. Ich habe kein Schlafmittel gekauft oder gar genommen. Also wissentlich. Er hat mir diesen Zettel untergeschoben. Dieser feine Herr will mich außer Gefecht setzen. Wir drehen uns im Kreis. Ich kann nichts mehr für dich tun und ich will auch nicht weiter diskutieren. Und unsere Freundschaft, Charlotte, die wischst du einfach so weg. Lass es gut sein. Aber ich... Wir sind ein 5-Sterne-Hotel und da ist kein Platz für Sentimentalitäten. Und auch nicht mehr für dich. Würden Sie bitte Frau Konradi ins Büro bitten? Selbstverständlich. Tja, das war's dann mit der Ära Sonnenbichler. Vielen Dank. Ich gebe das Kompliment gerne an die Küche weiter. Gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Bitte sehr. Vielen Dank. Ein Tisch? Nein, einfach nur ein kurzes Ja. Oh, Goran, bitte jetzt keine Scherze. Okay, das war anscheinend zu knapp und ich muss ein bisschen weiter ausholen. Magst du dich vielleicht kurz mit mir hinsetzen? Ich bin im Dienst. Bitte. Also, du kennst doch noch meinen guten Freund El Santo Bandito. Aha. Mhm. Ja, die Story wird jetzt verfilmt. Oh, wow. Und rate mal, wer die männliche Hauptrolle spielt und den Film produziert. Ganz genau. Du hast ja gesagt, ich soll was aus meinem Leben machen und nicht meine ganze Zeit nur beim Pokern vergeuden. Gleich Produzent? Das ist ambitioniert. Es kommt noch besser. Du, Coco Conradi, die neue CC, wirst die weibliche Hauptrolle spielen. Die Rolle der wunderschönen, leidenschaftlichen Esmeralda. Ich? Ja. Lust? Das war jetzt kein Witz. Mm-mm. Du bist für mich die allererste Wahl. Goran, ich bin keine Schauspielerin. Ach komm schon, Coco. Ich weiß doch, was in dir steckt, wenn du dieses kleine Business-Outfit ausziehst. Eine Mexikanerin mit blonden Haaren? Was zählt, ist dein Feuer. So eine dunkelhaarige Perücke, die ist doch schnell aufgesetzt. Ich weiß, du bist kein Profi. Aber das macht dich nur umso authentischer. Und wir beide wissen genau, dass die Chemie stimmt, wenn wir in diese Rollen schlüpfen. Oh, okay. Ich denke, es ist besser, du schlüpfst da alleine. Ach, komm schon, ich weiß, du hast das Talent dazu. Goran, das ist wirklich sehr schmeichelhaft, aber es ist besser, du suchst dir eine ausgebildete Schauspielerin. Sehr, sehr schade, Senorita. Aber denk noch mal drüber nach, Sisi. Das ist die Rezeption, ich muss da... Hallo? Zu Frau Saalfeld, ja. Klar, ich komme sofort.
Also, was ist? Mein Angebot steht. Was sagst du? Du, mach dir keine Hoffnung, aber okay, wir können das ausprobieren. Hanno? Ja. Eigentlich war das ein Ja. Ja. Naschkatze. Wenn du so gut kochst. Mit fremdem Gemüse. Tina hat mich unmissverständlich darauf hingewiesen. Quatsch. Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Entschuldige mal. Du kochst, du wäschst ab, du räumst auf. Das war Tina. Sie hat hier klar Schiff gemacht. Und mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mir eine eigene Wohnung suchen soll. Unsere Tina? Ja. Da steckt bestimmt irgendwas ganz anderes dahinter. Ich kann sie auch irgendwie verstehen. Auf Dauer wird es hier zu eng für 4 Personen. Das hat sie aber auf keinen Fall so gemeint. Es war ja auch nur vorübergehend. Für die Zeit nach dem Krankenhaus. Und jetzt, wo ich mich wieder selber um alles kümmern kann und diesen vorübergehenden Job als Haustechniker im Fürstenhof habe, da habe ich mir gedacht, ich könnte mir eine eigene kleine Wohnung suchen. Ich finde es aber schön, hier mit dir zu wohnen. Jetzt, wo du sagst, da fällt mir gerade was ein. Rein verhältnismäßig sind doch größere Wohnungen gar nicht so viel teurer als ein- bis Zweizimmerwohnung. Was würdest du denn davon halten, wenn ich gleich nach 3- bis 4-Zimmerwohnungen schaue und wir einfach zusammenziehen? Also ich find's super. Was denkst du? Nicht schlecht. Bitte? Das ist ein Spitzenstoff? Diese ganzen großen Gefühle, die Romantik. Alles nur behauptet. Das ist ein Exposé. Ja, das ist das Problem. Ich muss mehr lesen. Was? Ja, dieser Drehbuchautor, der soll ein paar gescheite Dialogszenen schreiben. Was Romantisches, was Leidenschaftliches. Oh, Mensch, Goran. Weißt du überhaupt, was das für eine Arbeit macht? Was beschwerst du dich denn so? Die Arbeit hast doch nicht du, sondern er. Natürlich. Eine Dialogszene. Und richte ihm aus, am besten gestern. Ich caste quasi schon. Du brauchst die Liebesszene wegen der Conradi? Coco wird eine Esmeralda zum Niederknien. Die Frau ist Restaurantleiterin. Aber sie ist ein absolutes Naturtalent, wenn sie sich traut, über ihren Schatten zu springen. Wenn Coco erstmal begreift, dass es um eine große, romantische Filmrolle geht, dann wird sie schon Feuer fangen. Jede Frau träumt vom roten Teppich. Womit habe ich das verdient? Ey, komm, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Schließlich stehst du auch auf meiner Payroll. Coco und ich am Set. El Santo Bandito und Esmeralda. Das wird mein Durchbruch, Sabrina, das weiß ich. Das wird mein Durchbruch. Mensch, Goran, du kannst doch keine Liebe erzwingen. Mach ich ja gar nicht. Die ist ja schon da. Sie muss einfach nur ans Tageslicht befördert werden. Oder auf Zelluloid gebannt. Und außerdem, dabei kommt noch ein Hammerfilm raus. Okay. Okay, okay, okay. Also. Manchmal, ja, da kommt es tatsächlich vor, dass sich Filmpartner am Set verlieben. Aber solltest du nicht erst mal versuchen, Coco Conradi im wirklichen Leben von dir zu überzeugen? Wow, stopp. Ich kann jetzt wirklich keine Bedenkenträger gebrauchen. Ohne Coco kein Film. Du bist der Boss. Aber das wird natürlich teuer. Eine Vorabszene kostet extra. Falsch. Du wirst diesem Schreiberling verklickern, dass ich die Katze im Sack nicht kaufe. Dieser Oliver von Hatzen, Knatzen... Schulz. Sag ich ja. Der soll erstmal beweisen, dass er Dialogszenen überhaupt schreiben kann. Tu mein Bestes. Und bis
bevor ich es vergesse, Sie räumen umgehend Ihren Spind und verlassen das Hotel. Ihr Zeugnis schicken wir Ihnen per Post. Ja. Ich will Sie hier nicht mehr im Fürstenhof sehen. Arme kleine Coco. Danke. Deinetwegen habe ich jetzt meinen Job verloren. Selber schuld, wenn du solche Lügengeschichten über mich erzählst bei Frau Saalfeld. Da kann ich doch jetzt nichts dafür. Können Sie das mal kurz übernehmen? Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Schmeißt mich einfach raus zwischen Tür und Angel. Vor allen Leuten, ohne mich auch nur anzuhören. Die Charlotte überlegt sich das bestimmt noch mal. Die kann sich überlegen, was sie will. Ich lass so nicht mit mir umspringen. Alfons, jetzt beruhige dich doch erst mal. Hildegard, ich mag jetzt keinen Pudding. Ich könnte hier alles kurz und klein schlagen. Wie einen Betrüger hat die mich aus dem Fürstenhof gejagt. Meine gute alte Freundin. Ich weiß ja, was dir an dieser Freundschaft liegt. Unterm Strich muss ich mir aber überlegen, was die jemals wert war. Naja. Jedenfalls hat meine langjährige Laufbahn am Fürstenhof jetzt ein schändliches Ende gefunden. Die Charlotte hat als Anteilseignerin reagiert und nicht als Freundin. Morgen sieht es schon wieder anders aus. Hm? Aber nur, weil ich dich hab, Hildegard. Nur deswegen. Du hast mein volles Mitgefühl. Du hast da was Weißes am Mund. Das muss die Kreide sein, die du gefressen hast. Wenigstens hast du deinen Humor nicht verloren. Die Kündigung hast du dir selbst zuzuschreiben, Kokolein. Du wolltest mich in die Pfanne hauen. Von mir aus hättest du hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag arbeiten können. Stimmt, du hast recht. Ich wollte, dass du weg bist. Und dafür war mir jedes Mittel recht. Ich kann einfach in deiner Gegenwart nicht atmen. Das habe ich anders in Erinnerung, Schätzchen. Mir war klar, dass du Herrn Sonnenbichler das Schlafmittel in den Kaffee getan hast. Ja und? Hat doch blendend funktioniert. Jetzt nervt dieser Besserwisser nicht mehr rum und ich habe endlich freie Bahn. Der hat's nicht anders verdient, der war doch eh schon in Rente. Ich habe nur mit ein paar harmlosen Tropfen ein bisschen nachgeholfen. Frau Saalfeld, haben Sie alles mitbekommen? Ja, danke. Das war sehr aufschlussreich, Frau Conradi. Bis später dann. Die Kleine kann ja richtig hinterhältig sein. Wer hätte das gedacht? Perfektes Timing. Herr Blume, Sie werden dringend an der Rezeption verlangt. Das Telefonat war eindeutig. Da hast du nun deinen stichhaltigen Beweis, den du haben wolltest. Wenn man davon ausgehen darf, dass Tobias Blume nicht unter vorgehaltener Waffe zu dem Geständnis gezwungen wurde, ja. Du weißt, was zu tun ist. Das sind ja völlig neue Methoden hier am Fürstenhof. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ich rede noch mal ein ernstes Wort mit Ihnen. Friedrich, dein Schützling hat Alfons ein Schlafmittel in den Kaffee getan. Das ist kein dummer Jungenstreich. Es gibt also nur eine Konsequenz. Du musst Herrn Blume entlassen. Zusammenziehen. Jetzt schon. Irgendwie geht das alles ganz schön schnell. Warum kann ich erstmal alles so bleiben, wie es ist? Ich fühle mich so wohl in meiner Mädels-WG. Aber wenn ich Daniel jetzt sage, dass ich noch nicht so weit bin, ich sehe schon sein enttäuschtes Gesicht vor mir. Womöglich denkt er dann, es läuft doch noch was mit Leonard. Der erste Kuss.
Die erste körperliche Annäherung, das muss ich langsam aufbauen, bis beide dann bereit sind. Papa, wir haben eine Deadline. Bis es quasi gar nicht mehr anders geht, gegen alle Widerstände. Aber das muss ganz natürlich sein. Ja, so war es jedenfalls bei Nicola und mir. Viel zu lang. Sorry, aber du bist kein junger, heißblütiger Latino. Ja, also. Bei El Santo Bandito und Esmeralda, da müssen die Funken fliegen. Sonst schläft der Zuschauer ein. Der Typ, das ist der absolute Draufgänger. Der wie ich. Ja, alles ist relativ, Papa. Wenn du das so siehst. Also los, komm. Goran wartet auf seine Szene. Testosteron und Latino-Schmalz, das ist das Rezept. Also das ist doch... Wollt ihr beide etwa ohne mich jammen, ganz heimlich, still und leise, ja? Papa, du hast doch eh keine Zeit. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach ganz spontan jammen. Ja, bei mir. Ja, du wolltest doch noch üben. Das hatte ich übrigens auch so verstanden. Die Herren Obermusiker wollen also mein musikalisches Talent anzweifeln, ja? André, jetzt bitte übertreibe es nicht. Du bist mit deiner Mundharmonika jederzeit herzlich willkommen. Ist ja sehr großzügig. Was schreibt ihr denn da? Wir arbeiten an einem Filmstoff. Mexikanischer Robin Hood. Wow. Der Gegenspieler des Helden ist ein korrupter Großbauer. Aber vielleicht sollte ich lieber einen verlogenen Quacksalber finden. Oder einen intriganten Pfaffen. Was meinst du, Sabrina? Das ist wahnsinnig produktiv jetzt. Du, groß ausdenken müsste ich mir da gar nichts. Ich kann mich noch gar nicht so richtig freuen. Das wird schon. Jetzt ist der Spuk erst mal vorbei. Dieser Herr Blume ist überführt. Ja, aber warum hast du mich denn nicht eingeweiht? Es tut mir leid. Du kannst dir nicht annähernd vorstellen, wie ich mich gefühlt habe seit deiner Kündigung. Doch, Alfons. Das war so echt, so hart. Ich konnte einfach nicht anders vorgehen. Du bist eine so ehrliche Haut, du kannst einfach nicht lügen. Also, dass mir da draußen mal ein Strick gedreht wird. Dieser Herr Blume hätte die Falle womöglich durchschaut. Aber ich habe nicht eine Minute an deiner Unschuld gezweifelt. Wir sind doch Freunde. Kannst du mir verzeihen? Charlotte, ich hab ernsthaft an unserer Freundschaft gezweifelt. Vielleicht sollte ich ja vor dem Spiegel das Lügen einmal üben. Nein, auf keinen Fall. Bleib bitte genauso, wie du bist. Dir ist schon klar, dass du jetzt wieder Chefportier des Fürstenhofs bist. Ohne dich hätte dem Hotel nämlich das Entscheidende etwas gefehlt. Und mir übrigens auch. Jetzt macht sich so ganz langsam doch Freude breit. Danke dir, Charlotte. Ihr Vater würde Ihnen den Hintern versohlen, wenn er das eben mitgehört hätte. Also, wenn Sie mir jetzt kündigen, dann platzt auch der Deal mit meinem Vater. Und das heißt, keine zusätzlichen Gäste und auch keine Firmenfeier der Blume AG. Und ein bisschen mehr Cash in der Kasse. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Sie haben sich jedenfalls nach Strich und Faden disqualifiziert. Oh mein Gott. Jetzt machen Sie nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe ja in Sonnenbichl ein kleines Mittagsschläfchen verpasst. Ein Richter würde das anders nennen. Aber da wir gerade am Rechnen sind, der Fürstenhof hat durch die Absage des Scheichs, die Sie mit Ihrer Intrige zu verantworten haben, mehr Geld verloren, als mir Ihr Vater durch irgendwelche Aufträge jemals zuspielen könnte. Das wage ich zu bezweifeln. Ich bin nämlich sehr erfinderisch. Sie wollen wohl sagen, kriminell. Das ist wirklich faszinierend. Ihnen fehlt es an jeglicher Einsicht. Von Reue ganz zu schweigen. Ich hoffe für Sie und Ihren Vater, dass Sie das irgendwann noch lernen. Oh Mann, jetzt kommt die Moralkeule. Na, das wird Ihr Vater übernehmen. Nur die Verwaltung seiner Luxusliegenschaften auf Mallorca, die können sich jedenfalls abschminken. Haben Sie noch nie einen Fehler gemacht, Herr Stahl? Ich meine, Sie versauen mir gerade mein rechtmäßiges Ich habe Sie lange genug geschützt. Das Maß ist voll. Ja, was wollen Sie denn? Soll ich vor Ihnen auf die Knie fallen oder was? Packen Sie Ihre Sachen, verschwinden Sie. Und zwar heute noch. Auch
auch ein Held hat ein Herz. Und ich lege es ihnen zu Füßen. Ich kann ohne sie nicht leben. Nee. Ich kann ohne sie nicht leben. Tina, endlich. Hallo. Was braucht der Herr denn Dringendes? Dich. Ja, klar. Nee, echt jetzt. Ich habe ein kleines Attentat auf dich vor. Aber keine Angst, ist ein privates. Ich bin im Dienst und ein Zimmerkellner ist ausgefallen und Attentate mag ich auch nicht. Und komm, jetzt bleib locker. Im Zweifelsfall erzählen wir denen einfach, dass ich neue Bettwäsche wollte. Ja, das muss in der Fürstensuite ja wohl drin sein, oder? Nur gut, dass dir das ganze Geld noch nicht zu Kopf gestiegen ist. Also, um was geht's denn? Pass auf, ich habe vorab eine Liebesszene schreiben lassen und die würde ich gerne mit dir proben. Was? Ja. Ich soll... Du sollst meine Esmeralda sein. Nein, ich bin noch keine Schauspielerin. Ach, komm schon. So ein bisschen Grundtalent ist doch vorhanden. Hättest du sonst deine Wohnung? Hm? Ja, aber da wollten wir dem Vermieter auch nur vorspielen, dass du und ich, also dass wir ein Paar sind und... Ja, und jetzt musst du nur spielen, dass du Esmeralda bist und gucken, ob ich überzeugend rüberkomme. Nein. Tina, bitte. Du bist doch meine beste Freundin und ich kann sonst niemand fragen. Ja, ich mach's nicht. Aber du hast es dir auch selbst eingebrockt. Wieso denn? Ja, es war deine Idee, die Geschichte von El Santo Bandito zu verfilmen. Ja, zugegeben, eine grandiose Idee. Aber das bedeutet, dass du mich jetzt auch nicht mehr hängen lassen kannst. Du spinnst, wirklich. Aber ein lieber Spinner. Hm? Komm schon, Tina, es ist ein Notfall. Die Szene endet mit dem ersten Kuss des Liebespaars. Und ich muss einfach checken, ob sie funktioniert, ob der Funke überspringt, ob die Luft brennt. Und verstehst du? Also? Guten Tag, schöne Bäckerin. Ah, Verzeihung, Patissier. Guten Tag, Frau Schweizer. Ja, warum denn so förmlich? Ich meine, wir haben doch viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel unsere Vorliebe für Hüttenromantik. Ich hoffe, Sie und Leonard hatten noch eine schöne Nacht. Leonard und ich sind nur noch Freunde. Ja, natürlich. Und diese Köstlichkeiten hier, die sind natürlich völlig kalorienfrei. Mmh, mmh. 14, ich bin ja nicht ganz blöd. Sie beide lieben sich noch. Ich weiß nicht genau, auf was Sie hinaus wollen, aber hören Sie einfach damit auf. Warum machen Sie sich so schwer? Ich bin mit Daniel Brückner zusammen, falls es Ihnen entgangen ist. Mmh. Nur ein Lückenbüßer. Entschuldigung? Ja, genau wie ich für Leonard. Auf Wiedersehen. Ja. Ich meine, Gott sei Dank bin ich ja aus der Sache heraus, aber der arme Brückner, der steckt noch mittendrin. Daniel und ich, wir werden zusammenziehen. Ach Gott. Wie verschlungen können die Wege der Liebe sein? Halten Sie sich raus, okay? Ja, gut, gut, gut. Die ganze Sache geht mich wirklich nichts an. Also so fast gar nichts. Aber ihr tut mir einfach leid. Ihr macht euch nämlich was vor. Alle drei. Na, hattest du noch einen schönen Abend mit Natascha? Sehr nette Frau. Ich wäre allerdings lieber mit Pauline in der Hütte geblieben. Sie auch mit dir. Dumm gelaufen. Jep. Du suchst eine neue Wohnung. Naja, auf Dauer wird's mit den drei Mädels in der WG ein bisschen zu eng. Verstehe. Ich habe Pauline gefragt, ob sie mit mir zusammenzieht. Sie hat sich Bedenkzeit erbeten. Wow, du gibst aber ganz schön Gas. Wie lange kennt ihr euch? Die Konkurrenz schläft nicht. Falls es nicht klappt, es gibt ja auch Personalzimmer. Stört es dich, dass ich mit Pauline zusammenziehen will? Luftsprünge mache ich nicht gerade. Aber ich habe so viel missgebaut und... Und Pauline liebt dich. Also mach dir keine Sorgen, ich komme dir nicht in die Quere. Ich hoffe nur für Pauline, dass du es besser machst als ich. Sonst probiere ich noch mein Glück bei ihr. Das kannst du vergessen. Ich liebe Pauline. Für dich ist der Zug abgefahren.
und also dein Stiefvater, beziehungsweise Esmeraldas Stiefvater, der ist Großgrundbesitzer, aber mit krimineller Energie. Und Esmeralda, also sprich, du in der Rolle. Goran, du, ich habe das Prinzip verstanden. Okay. Also, Großgrundbesitzer möchte Esmeralda umbringen, damit sie sein dunkles Geheimnis nicht verrät. Aber dann kommt El Santo Bandito und rettet dich. Also hier steht, dass mein Stiefvater ein fieser Arzt gewesen ist. Ja, da muss der Autor irgendwas durcheinander gebracht haben. Aber der Höhepunkt der Szene ist der Moment, in dem Esmeralda realisiert, dass El Santo Bandito ihr das Leben gerettet hat und sie unsterblich lebt. Oh Gott, das ist total aufregend und romantisch. Und leidenschaftlich. Kannst du dich da irgendwie reinfühlen? Total. Okay, ab da gibt's auf jeden Fall kein Halten mehr für Esmeralda und die beiden küssen sich. Alles klar? Ach so, ja, ich fange ja an. Okay, konzentrier dich und Kamera läuft. Ist es wirklich wahr? Senorita, ich wünschte, ich könnte Ihnen diese furchtbare Wahrheit über die Stiefvater erspannen. Die siezen sich? Ja klar, es ist ein Mantel- und Degenfilm, da machen die sowas immer. Ach so. Dann muss ich um mein Leben fürchten? Nein, Senorita. Ich beschütze sie. Warum tun sie das? Warum tun sie das? Ich würde mein Leben für eine Lächeln von ihnen hingeben. Sie sind ein Held, El Santo Bandito. Und die Menschen verehren sie für ihre guten Taten. Auch eine Held hat ein Herz. Und ich lege ihnen meines zu Fuße. Nein, stehen Sie doch auf. Ich kann nicht mehr ohne Sie leben. Ihre Augen, die funkeln wie die Smaragde, die strahlen wie die Sterne. Oh Gott, mir wird schwindelig. Senorita, ich liebe Sie. Und ich liebe Sie. Und? Komm, sag schon. Wie war ich? Umwerfend. André, hi. Mexikanisch? Chili con carne. Chili con carne, sehr gut. Hast du dich von deinem Drehbuch inspirieren lassen? Hm? Okay, du bist noch beleidigt wegen meiner Session mit dem Pfarrer. Sehe ich so aus? André, wenn Windgassen und ich miteinander spielen, wenn wir improvisieren, dann kommunizieren wir über Noten, über Harmonien, verstehst du? Du bist ein ausgezeichneter Koch, aber kein Musiker. Und wenn doch? Wenn mir nur ein bisschen Übung fehlt? Stand's was? André, wir sind zu gut befreundet, dass wir uns was vormachen können. Hör noch mal. Staub. Wüste. Gleißende Hitze. Charles Bronson. Henry Fonda. Claudia Cardinale. Für eine Portion Chili vielleicht.
dass ich in diesem Leben noch mal Chef vor dir im Fürstenhof werde. Das hast du dir schon fürs nächste Leben vorgenommen. Hm? Setzen wir uns dahin? Ja. Weißt, auf den Posten hätte ich ja vielleicht noch verzichten können. Aber Charlotte ist Freundschaft. Gott sei Dank habt ihr das wieder in Ordnung gekriegt. Ja. Danke schön. Aber dass du dir auf den Leim gegangen bist. Ja, du hast natürlich sofort gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Sie haben mich von Anfang an haben Sie mich gemobbt. Mit den falschen Notizen über den Kont in Ihren Dreckskadex hat alles angefangen. Lassen Sie einfach unseren Tisch. Nur um mich zu blamieren. Hören Sie doch auf, Sie machen sich lächerlich. In Rente gehören Sie. Herr Blume. Nehmen den jungen Leuten den Job weg. Herr Blume, Sie sind betrunken. Bitte gehen Sie doch. Sie haben doch genug Schaden angerichtet. Ich steck doch alle an deiner Decke. Geht doch alle zum Teufel. Ja, gehen Sie schon einmal voraus, bevor ich meine gute Kinderstube vergesse. Das lohnt sich doch nicht, wegen so einem Kerl sich aufzuregen. Beziehung würde ich das aus heutiger Sicht nicht mehr nennen. Eher Abhängigkeit. Tobias hat mich damals in jeder Hinsicht betrogen, manipuliert, ausgenutzt, finanziell und emotional. Und ich hab's mir gefallen lassen. Fragen Sie mich nicht, warum. Manchmal gerät man an Menschen, denen man einfach nichts entgegenzusetzen hat. Und glaubt noch, es wäre Liebe. Verständlich, dass Sie noch eine Rechnung mit Herrn Blume offen hatten. Nur hätten Sie mit diesem Problem zu mir kommen sollen. Ein Glück, dass Sie diesen Kerl nun endgültig los sind. Das hoffe ich. Vielen Dank, Frau Seifeld. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Frau Conradi. Und natürlich auch für Ihre großartige Arbeit im Restaurant. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Stahl? Was Tobias Blume angeht, hattest du von Anfang an das bessere Gespür. Eine sehr kluge Lösung parat. Steht dir gut die Kette. Danke. Ich freue mich, dass du sie trägst. Auf uns. Und auf bessere Zeiten. Da kommt der größte Schlappschwanz aller Zeiten. Auch wenn ich Ihnen Coco für 50.000 Euro überlassen habe, die kriegen Sie nie ins Bett. Aha. Und wenn es mir gar nicht darum geht? Ach, warum denn dann? Um die Liebe? Vor Ihnen steht der letzte Romantiker. Pfoten weg. Einfach weiter. Alles in Ordnung. Über Frauen verstehe, wie sie lacht Coco sich doch kaputt. Das Miststück, das braucht auf die harte. Jetzt pass mal auf. Mach ein schlechtes Wort über Coco und du bekommst eine Abreibung, die sich gewaschen hat. Jetzt geh nach Hause und schlaf deinen Rausch aus. Ja, Mann! Eigentlich wollte ich mit dir ja die Wohnungsanzeigen durchgehen. Du willst wirklich mit mir zusammenziehen? Ja, wenn es noch irgendeines Argumentes bedurft hätte. Ein Mann, der eine Glühbirne an einem Kühlschrank wechseln kann, den lasse ich mir doch nicht durch die Lappen gehen. Mhm. Und küssen kannst du auch ganz gut. Und ich dachte, wir versuchen es einfach. Und ja, wenn es nicht klappt, dann ist ja auch kein Beinbruch. Damit hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Und da bist du dir wirklich sicher? Klar. Es gibt doch keine bessere Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Pauline, mal ehrlich. Du willst doch lieber weiter mit deinen Mädels in der WG wohnen. Und außerdem ziehe ich morgen in ein Personalzimmer am Fürstenhof. Das ist schon entschieden. Und ich packe hier schon fast Umzugskisten. Du hast recht. Ich hätte meine Mädels furchtbar vermisst. Und eigentlich ist es ja auch noch ein bisschen früh, oder? Wir müssen ja auch nichts überstürzen. Und außerdem
fallen mir da 2, 3 Dinge ein, wie man sich hervorragend besser kennenlernen kann. Manche Sprichworte sind gar nicht so schlecht. Ehrlich währt am längsten. Hm? Meinst du nicht, dass ich erst Lügen doch noch lernen sollte? Dazu braucht's Begabung und die hast du nicht. Danke. Gut war's. Ja, sehr. Nicht so gut wie der Hildegard, der Schweinsbrunnen, aber gut war's. Okay. Du, ich muss jetzt gleich gehen. Ich habe endlich den Termin bei Landrat Leims, auf den ich so lange gewartet habe. Ach so? Grüß Gott. Grüß Sie. Was ist Ihnen denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Keine Laus, eine Blume. Tobias Blume, um genau zu sein. Noch ein blöder Spruch von dem Typ und ich hätte den echten Kopf kürzer gemacht. Ja, wir hatten auch schon das Vergnügen. Der musste sich wohl abreagieren. Tja, wer anderen eine Grube gräbt. Eigentlich sollte ich drin sitzen und jetzt ist er selber reingefallen. Frau Saalfeld und Frau Konradi haben ihn überführt. Die haben ihm eine Falle gestellt. Coco? Ja. Was hat Coco denn damit zu tun? Sie hat ihn provoziert. Sehr geschickt mit einem versteckten Handy. So lang, bis er zugegeben hat, dass er mir das Schlafmittel verabreicht hat. Und Frau Saalfeld hat am anderen Ende mitgehört. Und das hat ihm das Genick gebrochen. Der Herr Stahl hat ihn auf der Stelle rausgeworfen. Und jetzt ist der Alfons wieder Chefpartie. Mhm. Frau Konradi hatte noch eine persönliche Rechnung mit Herrn Blume offen. Aber jetzt, glaube ich, sind die beiden quitt. Tobias, verschwinde. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Oh, du hast extra für mich geduscht. Ach. Aufmerksam. Du schuldest mir zum Abschied noch was. Los, runter mit dem Fetzen! Ich habe das Gefühl, sie wollen mich ködern, damit ich die Sache unter den Tisch fallen lasse. Oh, Sommiger, da denke ich doch im Traum nicht dran. Pack sie nicht an, du Mistkerl. Also wahnsinnig schmeichelhaft finde ich es ja nicht, dass du mir einen Drachenbaum schenkst. Warum? Ja, findest du, ich bin ein Drache oder was? Oh, nein, Drachen sind Glücksbringer. Vor allen Dingen meine aus Marzipan. Goran hat mich doch gefragt, ob ich die weibliche Hauptrolle in seinem Film spielen will. Da hast du zugesagt. Wir proben heute. In dem Kleid. Sexy.